Der Film beginnt damit, dass Stephanie ganz allein in ihrem großen Haus ist, weil ihre Eltern sie verlassen haben. Sie schaut fern und versucht dann, Klavier zu spielen, aber es gelingt ihr nicht. Also fängt sie an, zufällige Tasten zu drücken. Dann beschließt Stephanie, einen Smoothie zu machen. Sie holt alles, was sie braucht, und versucht, es zu mixen, aber der Mixer funktioniert nicht. Sie ist traurig, gibt aber nicht auf. Stephanie klettert hoch, um an die Zitronenmarmelade zu gelangen, aber sie fällt herunter und zerbricht auf dem Boden. Sie gibt ihrem Stofftier die Schuld am Chaos. Sie gibt nicht auf und versucht, die Marmelade aufzuschaufeln, obwohl es gefährlich ist. Dann legt sie die Marmelade in den Mixer, aber es funktioniert immer noch nicht. Sie steckt ihre Hand hinein, um ihn in Gang zu setzen, und schließlich fängt er an zu mixen. Plötzlich hört Stephanie ein Geräusch, während sie ihren Smoothie zubereitet. Sie schaltet ihn aus und überprüft, woher das Geräusch kommt. Es ist ein Ball, der von oben fällt, als ob jemand mit ihr spielen möchte. Stephanie bittet sie, aufzuhören, bevor sie zum Mixen zurückkehrt. Sie trinkt den Smoothie direkt aus dem Krug und liebt ihn, obwohl es unordentlich war, ihn zuzubereiten. In einem ungeschickten Missgeschick eilt Stephanie, ihr geliebtes Schildkrötenspielzeug zurückzuholen, ohne auf die gefährlichen Glasscherben auf dem Boden zu achten. Mit einem schmerzhaften Schrei spürt sie den Stich der Verletzung. Als sie auf die scharfen Fragmente tritt, Tränen sammeln sich in ihren Augen. Allein und verwundbar steigt Stephanie die Treppe hinauf, auf der Suche nach Trost. Ihr verletzter Geist sehnt sich nach dem Trost heilender Hände, die nirgendwo zu finden sind. Mit zitternden Händen kümmert sie sich um ihre Verletzung, eine einsame Figur in der stillen Weite ihres verlassenen Zuhauses. Als der Abend hereinbricht, setzt sich Stephanie zu einer einsamen Mahlzeit. Ihr zartes Herz streckt sich nach Phantomfiguren aus, die nur in der Erinnerung verweilen. Unbeeindruckt von der Abwesenheit ihrer Eltern deckt sie den Tisch für vier, ihr treues Schildkrötenspielzeug ein stummer Zeuge ihrer einsamen Wache. Im Schutz des Badezimmers findet Stephanie flüchtigen Trost in verspielten Streichen. Die banalen Rituale von Zahnpasta und Bürste lenken sie kurz von der klaffenden Leere der Einsamkeit ab, die sie umgibt. Stephanie setzt ihre Nacht alleine fort. Beim Zähneputzen flackert der Strom, erschreckt sie, aber sie meistert es. Später macht sie sich bereit fürs Bett, liest ihrem Schildkrötenspielzeug ein Buch vor, bevor sie einschläft. Am nächsten Morgen spielt Stephanie Verstecken mit ihrem Spielzeug, versteckt sich in ihrem Zelt und betrachtet ein Familienalbum. Plötzlich erschreckt sie ein lautes Klopfen an der Tür. Sie bedeckt ihren Mund, um leise zu bleiben, während ein gruseliges Wesen ins Haus kommt. Stephanie bleibt ruhig und weiß, dass es gehen wird, wenn sie ruhig bleibt. Nach einer Weile hören die Geräusche auf und sie überprüft, ob das Monster weg ist. Sie spürt, dass es draußen vorbei an den Bäumen verschwunden ist. Nach dem gruseligen Vorfall beruhigt Stephanie sich und ihr Schildkrötenspielzeug, erinnert es daran, ruhig zu bleiben, wenn das Monster zurückkommt. Sie warnt davor, Lärm zu machen, weil das Monster es nicht mag. Sie sagt auch ihrem Spielzeug, wo das Monster möglicherweise lebt. Draußen spielen sie Ball, und Stephanie tritt ihn zu ihrem Spielzeug. Plötzlich entdecken sie ihren Haustierrat, der aus seinem Käfig entkommen ist. Stephanie bittet ihn zu bleiben, während sie hineingeht, um Futter zu holen, um ihn zurückzulocken. Sie nimmt eine Schüssel und versucht, ein Glas Tomatensauce zu öffnen, hat Schwierigkeiten damit. Schließlich gelingt es ihr, es zu öffnen, aber etwas Soße verschüttet sich auf ihr Hemd, fast bringt es sie dazu zu fluchen. In einem Moment der Einsamkeit entdeckt Stephanie den Thrill, verbotene Wörter zu benutzen, wenn sie alleine ist, und genießt ihre neu gefundene Freiheit. Sie bietet ihrem Haustierrat Essen an, nur um mit Gleichgültigkeit konfrontiert zu werden, während er in die Nacht davon rennt. Mit Einbruch der Dunkelheit kehrt das Gespenst des Monsters zurück und wirft seinen unheilvollen Schatten über Stephanies zerbrechliches Heiligtum. Tastend in der Dunkelheit stößt Stephanie versehentlich auf einen Kürbis und ruft unwissentlich Erinnerungen an ihren verstorbenen Bruder hervor. Mit schwerem Herzen wirft sie ihn in die Nacht, eine stille Entschuldigung hallt durch die Stille des Abends. Zu ihrem Erstaunen streift eine gespenstische Berührung ihre Hand, eine phantome Erinnerung an die anhaltende Präsenz ihres Bruders in der Welt jenseits. Unbewusst für das Chaos, das sich jenseits ihrer Wände entfaltet, bleibt Stephanie im tröstlichen Glanz ihrer Lieblingsprogramme, ahnungslos von den tumultartigen Ereignissen, die sich direkt vor ihrer Haustür abspielen. Während Stephanies Nacht sich in eine erschütternde Abfolge von Ereignissen verwandelt, vertieft sich ihr Gefühl der Isolation, und die Schatten scheinen dunklere Geheimnisse zu bergen. Die Blutspur von ihrem verletzten Haustierrat dient als düstere Erinnerung an die Gefahren, die direkt jenseits der Wände ihres Hauses lauern. Angetrieben von Frustration und Angst erreicht Stephanies Emotionen einen Siedepunkt,
als sie dem Gespenst ihres verstorbenen Bruders gegenübertritt und ihre aufgestaute Qual in einem Wirbel verzweifelter Schläge entfesselt. Die Entdeckung des verwesenden Körpers ihres Bruders sendet Schockwellen durch Stefanis ohnehin schon fragile Welt und zerstört jegliche Normalität. Bei Stromausfall und hereinbrechender Dunkelheit wird Stefanis verzweifelte Suche nach Kerzen zu einer Lebensader in der erstickenden Dunkelheit, ein Leuchtfeuer gegen die hereinbrechenden Schatten, die drohen, sie zu verschlingen. Das gewaltsame Zittern der Waschmaschine trägt zu dem surrealen Albtraum bei, der sich um Stefanie entfaltet, eine unheimliche Erinnerung an die unsichtbaren Kräfte, die in ihrem Zuhause am Werk sind. Jedes Knarren und Ächzen des Hauses scheint von unsichtbaren Bedrohungen zu flüstern und treibt Stefanie tiefer in die Abgründe ihrer Angst. Mit fortschreitender Nacht wird Stefanis Einsamkeit durch das bedrohliche Geräusch von Regenwasser und die hallenden Schritte von Eindringlingen zerstört. Mit pochendem Herzen zieht sich Stefanie in die Sicherheit des Badezimmers zurück, ihr Zufluchtsort nun eine Schutzburg vor den unbekannten Gefahren, die nur wenige Schritte entfernt lauern. Die Ankunft ihrer Eltern, bewaffnet und wachsam, bietet einen Hoffnungsschimmer inmitten der hereinbrechenden Dunkelheit. Doch unter ihrer schützenden Fassade liegt ein tieferes Gefühl der Unruhe, während Stefanie die verstörende Wahrheit grappelt, dass selbst im Schutz ihres Zuhauses sie möglicherweise niemals wirklich frei von den Schrecken sein wird, die jeden ihrer Schritte verfolgen. Ihre Mutter, narbentragend, wechselt Kleidung, ohne zu merken, dass Stefanie sie verursacht hat. Später beobachtet Stefanie ihren Vater, der einen Zaun baut, um ihre Familie vor äußeren Einflüssen zu schützen, die Stefanis Verhalten beeinflussen. Stefanie hält ihr Spielzeug fest und sucht nach ihrem toten Bruder, findet sein Zimmer leer und aufgeräumt. Später erfährt sie, dass ihre Eltern ihn begraben haben, ohne es ihr zu sagen. Trotzig begibt sich Stefanie außerhalb des Hauses, vorbei am Zaun, um sein Grab zu finden. Als sie zurückkehrt, gerät ihre Mutter in Panik und warnt sie davor, nicht wieder wegzugehen. Stefanie fragt, warum sie ihren Bruder mitgenommen haben, ihn lieber zu Hause bevorzugend. Beim Frühstück erklärt ihre Mutter, dass sie dachten, das Monster habe Stefanie verletzt, ohne zu realisieren, dass sie allein war. Stefanie konfrontiert ihre Mutter mit dem Monster, das draußen lauert, besteht darauf, dass es in den Bäumen ist. Plötzlich wird der leblose Körper ihres toten Bruders durch das Dachfenster geworfen, was die bereits trauernden Eltern schockiert. Stefanie, unbeeindruckt, fragt sich, ob das Monster ihn zurückgebracht hat. Ihr Vater bestätigt dies, weiß aber nicht warum. Stefanie schlägt vor, zu gehen, aber ihr Vater sagt, dass es nicht helfen wird. Sie schleicht sich in das Büro ihrer Mutter, findet Zeitungsausschnitte über Kinder wie sie, die weltweit Verbrechen begehen, und betrachtet die Forschungsbücher ihrer Mutter. Stefanie entdeckt die Hirnchirurgieforschung ihrer Mutter, während sie unter ihrem Tisch versteckt ist, betrachtet Fotos des menschlichen Gehirns. Sie wird Zeuge der Verzweiflung und Wut ihrer Mutter, was ihre Verwirrung verstärkt. In der Badewanne befragt sie ihren Vater, warum sie verlassen haben, erfährt, dass sie Angst hatten, aber nicht vollständig verstehen. Ihr Vater erklärt ihre telekinetischen Fähigkeiten und wie sie diese kontrollieren kann, was ihre Mutter beunruhigt. Sie belauscht ihre Eltern, die über Hirnoperationen nachdenken, aber ihre Mutter ist nicht zuversichtlich. Spät in der Nacht hat Stefanie einen furchterregenden Albtraum und sucht Trost bei ihren Eltern. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und ihr Vater wird durch eine unsichtbare Kraft hinausgeworfen, was Stefanie erschüttert und verängstigt. Stefanie und ihre Mutter rennen, um sich vor der unheimlichen Stimme des Monsters zu verstecken, aber es verschwindet, wenn sie ruhig bleiben. Allerdings wird Stefanis Mutter von einer unsichtbaren Kraft hinausgeworfen, was Stefanie in Panik versetzt. Sie springt aus dem Fenster, verletzt sich dabei, aber auch ihre Eltern werden von der unsichtbaren Kraft zurückgehalten. Stefanis Telekinese scheint unaufhaltsam zu sein, wie riesige unsichtbare Tintenfischarme. Ihre Mutter benutzt eine Chemikalie, um sie einzuschläfern, behauptet, sie sei das Monster, das all das Chaos verursacht. Am nächsten Tag enthüllen sie Stefanie, dass etwas in ihr sie gewalttätig macht, und das eigentliche Monster ist sie selbst. Sie offenbaren dann, was mit ihrem Bruder passiert ist und wie er plötzlich gestorben ist. In einer herzzerreißenden Offenbarung erinnert sich Stefanie an die schmerzhaften Erinnerungen an ihren Zorn gegenüber ihrem Bruder, ein Sturm von Emotionen, der sich in imaginären Tentakeln des Zorns manifestierte. In ihrem verzweifelten Versuch, sich zu verteidigen, verletzte sie versehentlich ihre Mutter, deren einzige Absicht darin bestand, sie beide vor Gefahr zu schützen. Als Stefanie ins Unbewusste abdriftet, ringen ihre Eltern mit dem Gewicht einer unmöglichen Entscheidung, hin und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihre Tochter zu retten, und der harten Realität der damit verbundenen Risiken. Die drohende Vorstellung einer Operation hängt schwer in der Luft, ein letzter verzweifelter Versuch,
Stephanie den Fängen des Schicksals zu entreißen. Doch als Stephanie erwacht, zerbricht ihr trotz die fragile Hoffnung, die ihren Weg kurzzeitig erleuchtet hatte. Die zerbrochenen Überreste des Labors dienen als düstere Erinnerung an die gefährliche Straße, die sie beschreiten, ein eindrückliches Zeugnis für die unerbittliche Natur ihrer Umstände. Mit der Erkenntnis, dass die Operation keine Rettung bietet, stehen Stephanies Eltern vor einer verheerenden Wahl, die Barmherzigkeitstötung, das bittere Echo eines endgültigen Abschieds. Ihre Hände zittern, als sie den vergifteten Trank zubereiten, ein düsteres Zeugnis für die Tiefe ihrer Verzweiflung. Inmitten der Schatten einer drohenden Tragödie blüht ein fragiler Moment der Versöhnung zwischen Vater und Tochter auf. Während sie gemeinsam gehen, liegt das Gewicht ihres geteilten Kummers schwer in der Luft, eine stille Anerkennung des Schmerzes, der sie verbindet. Doch selbst in diesem flüchtigen Moment des Friedens schwebt das Gespenst von Stephanies Macht groß über ihnen, eine stille Erinnerung an die Dunkelheit, die lauert. In einem schauerlichen Höhepunkt erliegt Stephanies Vater, von dem Gewicht einer unmöglichen Entscheidung heimgesucht, der Verzweiflung und schießt mehrmals auf seine Tochter, im Glauben, dies sei die einzige Lösung. Er kehrt nach Hause zurück, sein Herz schwer vor Reue, bereit, seiner Tochter einen letzten Abschied zu nehmen. Doch Stephanies unheimliche Wiederkehr am Tor zerschmettert die fragile Fassade des Friedens und entfesselt einen Strom unvorstellbarer Grausamkeit auf ihre ahnungslosen Eltern. Mit kalter und gnadenloser Präzision verübt sie unsagbare Gewalttaten an ihnen, ihre einst sanfte Berührung nun von der Dunkelheit verdreht. Als die einst vertrauten Wände ihres Hauses unter dem Gewicht von Stephanies Wut zerbröckeln, ergreift eine Urengst den Stadtteil, ein stummer Zeuge des Chaos, das sich direkt vor ihren Augen entfaltet. In einer letzten Trotzhandlung zermalmt Stephanie ihre geliebte Schildkrötenfigur, ein deutliches Symbol für die Unschuld, die den insidiosen Kräften, die sie nun beherrschen, verloren geht. Im Schatten ihrer wachsenden Dunkelheit winden sich lange Tentakel, eine beklemmende Erinnerung an die bösartige Macht, die nun über ihre zerbrochene Seele herrscht. Während der Abspann abläuft, bleibt der Welt die schaurige Realität von Kindern wie Stephanie zu überlassen, unwissende Gefäße für Kräfte jenseits des Verständnisses und das Chaos, das sie auf eine ahnungslose Welt loslassen.